Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen. Nichts zu hören. Ich sollte mich trotzdem umsehen. Bis das der Tod euch scheidet, suchen Hilfe einer Hexersinne auf dem Friedhof nach der Ursache des Lärms. Ja, genau, das machen wir jetzt bei Witcher 3 Blood and Wine mit Paxis. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Okay, ist auch ein ziemlich großes Gebiet und mitten am... Halt? Ah. Und mitten am Tag sind es halt auch viele Leute, die unterwegs sind. Spuren? Oh, krass. Fußspuren an einem Ort, wo Leute langlaufen. Das ist krass. Fußspuren führen ins Nichts, oder was? Ich sehe überhaupt nichts mit den scheiß Bäumen und Blättern hier. Hä? Das war's. Das weiter führen die Spuren nicht. Ich hatte es gar nichts mit dem Quest zu tun. Gehen wir weiter. Das Grab ist aufgebuddelt. Aber Grabräuber heulen und stöhnen doch nicht so. Ach, wahrscheinlich sind es einfach nur so verschiedene Sachen, die man finden kann, bis man halt das Richtige hat. Schätze ich mal. Ne? Okay. Hier hört der Kreis auf, also wird es das da ja, logischerweise nicht mehr sein. Kreis auch auf. Ich glaube, rein muss man auch nicht unbedingt gehen, oder? Ach so, es ist sowieso abgeschlossen. Ist wahrscheinlich mittiger das Ganze, weil hier außen am Kreis ist nichts. Ah, Moment. Leere Weinflaschen, Essensreste, ein lautes Fest? Unwahrscheinlich. Okay, ich laufe jetzt einmal hier den Kreis ab und dann gehe ich in die Mitte rein. Scheint aber wirklich mal ein schwierigeres. Eine schwierigere Detektivarbeit zu sein, weil. Es ist total. Also es ist überhaupt nicht eindeutig, was hier wo sein könnte. So, jetzt sind wir mal fast wieder am Ausgangspunkt. Steht weder abgeschlossen da, noch kommen wir rein. Interessant. So, und jetzt sind wir wieder hier, wo wir angefangen hatten. Moment. Hier. Na gut, also, müssen wir mal durch die Mitte gehen. Es bleibt noch nichts anderes übrig. Vielleicht müssen wir auch einfach nur alle Wege ablaufen. Und hier gibt es ja zum Glück nur 1 Million. Fuck! Suche mit Hilfe deiner Hexersinne dem Friedhof nach der Ursache des Lärms. Mehr steht nicht da. Also das ist jetzt so aufwendig, wie hätte ich auch nicht gedacht. Ich meine, das heißt aufwendig, dass es lange dauert. Nochmal hier runter. Kommt zwar nicht rein, aber wir können Licht machen. Okay, hier war nichts. Hier auch nicht. Halt! Das sind Gegner, aber okay, die sind irgendwo hier unten. Das. Ja. Da komme ich nicht hin. Aber es kann natürlich sein, dass es irgendwo unterirdisch ist. Also, dass es irgendwo drin ist, in den Katakomben oder so. Es muss ja nicht oben drauf hier total auffällig sein. Mal so nebenbei. Ging es da unten nicht irgendwie rein? Es geht rein. Ja, rein theoretischerweise könnten das schon Monster hier unten sein. Also, die können dran schuld sein, wenn sie laut genug sind. Ah, müssen sie schon verdammt laut sein. Naja, egal. Da das im Kreis drin liegt, laufe ich jetzt logischerweise mal hier lang. Mach die Monster platt. Was werden das sein? Geister? Wobei Geister
Nee, Grabräuber. Krass. Schlechte Idee. Scheiße. Scheiße, ich bräuchte eigentlich Katze. Ich sehe mit dem einfach viel zu wenig. Schön, wie ich einfach nie treffe, wenn ich mit diesem roten Ding angreifen will. Das ist geil. Dieser schwere Angriff mit dem aufgeladenen Schwert. Hallo, Geralt! Vielleicht kommt der Krach von Grabräubern. Man weiß es nicht. Ich sollte bis zur Nacht warten, um es rauszufinden. Warte bis zum Eimer der Dunkelheit. Aha. Ah, ich dachte mir schon, dass es hier unten ist. Also, dass es... Ist, okay. Dass es hier unten irgendwas mit dem Lärm auf sich hat. Aber da müssen sie echt verdammt laut sein. Aber gut, wir warten bis zum Eimer der Dunkelheit. Wir pennen jetzt einfach mal, bis es halt Nacht ist. Und dann durchsuchen wir das Ganze hier unten weiter. Rohes Kupfer. Ach, ich nehme einfach alles mit. Scheiß drauf. Okay, das ist nicht mehr da drin, aber wenn wir einmal hier sind, können wir ja gleich alles durchsuchen. Wobei, hier gibt es nur ein paar. Ich fühle mich einfach schlecht, wenn ich in solchen Situationen die Leichen loote. Das gehört sich einfach nicht. Und die paar Ohren nehme ich nicht, um dann dafür zu riskieren, dass ich hier den Unmut eines Geistes auf mich ziehe. Das wäre cool, wenn man was klaut und dann kommt irgendwas raus oder so. Meisterrüstung brauche ich eigentlich nicht unbedingt. Also mir wäre lieber Meisterwaffen, aber egal, nehme ich auch mit. Einzige, was ich mitnehme, ist halt, wenn hier irgendwie krasses Relikt-Sach, also irgendeine Reliktwaffe oder, muss ja keine Waffe sein, irgendein Reliktgegenstand hier zu finden ist, dann würde ich ihn mitnehmen. Und halt irgendwas anderes krasses. Rezept für Transmutator, für Mutagen, blau und rot. Und Pergament. Hat irgendjemand sein Lager gehabt? Hm. Interessant, interessant. Alter, ich verlaufe mich doch hier, beziehungsweise ich finde hier doch nicht jeden Winkel, weil ich nicht weiß, wo ich schon war und wo ich noch nicht war. Kerzen anzünden für die Toten. So. Abgeschlossen. Wir können es nicht mal von der Seite aus aufmachen. Was ist denn da los? Ich frage mich nach wie vor, ob bei diesen abgeschlossenen Türen, ob es dann theoretischerweise dafür auch Schlüssel gibt oder so. Also das ist echt merkwürdig. In den meisten anderen Spielen ist es dann so, dass man halt Schlösser öffnen oder Tür öffnen Fähigkeiten besitzt und dann eben mit einem Dietrich oder so das Ganze selber aufmachen kann mit der Zeit. Aber das dunkle Gefühl, dass das hier bei Witcher 3 nicht so ist. Diamantenstaub müsste eigentlich auch ein bisschen was wert sein. So. Gehen wir mal in die Richtung, da waren wir noch nicht.
Oh, was ist das? Befehle von Robin. Honigcroissant. Befehle von Robin. Dieser blöde Furzer Bruce wollte uns wieder betrügen, aber diesmal kommt er nicht damit durch. Nimm eine Hacke und eine Schaufel und statte unserer lieben, verblichenen Anführerin einen Besuch ab. Ihre Katzenvisage war schon zu Lebzeiten ein schlimmer Anblick. Beim bloßen Gedanken daran, sie jetzt anzuschauen, kriege ich die blutige Scheißerei. Nimm die Juwelen und Perlen und sonstigen Kostbarkeiten, die der Klappstuhl Bruce ihr ins Grab geworfen hat. Oh, und wenn du dieses Milchbrötchen auf dem Friedhof sichtest, dann brich ihm den Hals, Robin. PS, scheinbar hängt der Kerl seit Selinas Tod am Olemurs Friedhof rum und heult den Mond an. Ich gehe jede Wette ein, dass er den Schlüssel zu der Truhe bei sich hat, die wir zusammen mit dieser Schlampe begraben haben. Moment. Sorry. Vielleicht können wir seinem Leid ein Ende setzen, wenn wir sein jämmerliches Leben im See ersaufen, wenn er sich nicht schon selbst ertränkt hat. Die letzten Untaten der Selina-Bande. Wo ist denn das? Okay. Ja, wieder ein neues Nebenquest, aber wir machen natürlich erstmal das zu Ende. Ach, Moment, das ist eine Schatzsuche. Aha. Ach so, ich glaube, die meisten... Stimmt, ein paar Schatzsuchen habe ich, glaube ich, gemacht. Nur eben die ganzen Schema-Dinger nicht. Na, mal schauen. Ich würde sagen, die können wir eigentlich noch sogar noch machen, die Schatzsuche. Aber erstmal machen wir... Bis das Natur durchscheidet. Es ist doch Einbruch der Dunkelheit. Eine Katze. Verschlossen. Ach nein, jetzt muss ich erst den Schlüssel suchen und dann wieder herkommen, oder was? Toll. Gnomenwetzstein, Elfenwetzstein. Nehme ich mal mit. Ich glaube, hier lang war schon gelaufen, oder? Nee. Rezept. Hier lang war ich noch nicht gelaufen. Da war ich schon. Oh! Was ist denn das? Haufen Essen! 4-mal Oliven, 2-mal Honigwabe, 7-mal Erdbeer, 8-mal Gurke, 5-mal Pilz, 1-mal Dörrobst. Das nehme ich doch sehr gerne mit. Sehr geil. Da haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal einiges an Verzehrbaren. Wir gucken mal. Eieieiei. Selbst ohne das Bier ist es viel. Aber das Bier ist natürlich das Wichtigste. Okay, ich kann hier nur noch normal laufen. Warum rennt er nicht mehr von alleine? Kommen wir hier vielleicht zu unserem Vampir, kann es sein? Abgeschlossen. Aber müsste nicht trotzdem irgendwo der Vampir sein? Den sollten wir doch auch auf dem Friedhof treffen, oder? Ich hoffe mal nur, dass wir jetzt oben den Grund für den Lärm finden, verdammt nochmal. Momente mal, hier waren wir doch noch gar nicht. Das sieht irgendwie merkwürdig aus mit dieser mega großen Figur, als wenn sie erst vor kurzem noch lebendig gewesen wäre. Oder als wenn hier dahinter irgendwas wäre. Aber da geht's auch nicht weiter. Also auch die Karte oben rechts zeigt keinen Gang. Merkwürdiger Raum mit noch merkwürdigeren Statue, aber egal. Zählt es jetzt schon als Nacht? Ich weiß es nicht. Ich mach mal. Mach mal eine Stunde später. Verdammt,
Da kämpft schon wieder jemand. Der Krach kommt aus den Katakomben. Suche in den Katakomben. Oh! Nach der Ursache des Lärms. Herzlichen Glückwunsch. Da bin ich ja gerade hergekommen. Von hier kommt also der Krach. Vielleicht doch Geister? Halt. Falsche Richtung. Die wollen mich. Ach, die wollen, dass ich in diesen Raum gehe, wo diese kranke Statue ist. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Keiner da. Komisch. Nach einem Gruftweib-Lager sieht das auch nicht aus. Ha, jetzt sind aber plötzlich Sachen hier, die ich vorher nicht hätte angucken können. Louis de Corentin, gestorben am St. Zoatan-Tag. Hm, die Geräusche haben genau dann angefangen. Ziemlich neu. Die Beerdigung kann nicht lange her sein. Ein Geist, ein ruheloser Geist. Hm, Gold. Also keine Grabräuber. Gold hätten sie nicht zurückgelassen. Würde mich wundern, wenn wir gegen diese Statue gleich kämpfen müssen. Na? Hier ruht Margot de Corentin. Mal langsamer laufen, so. Zerschlagen. Hat wohl jemand gegen die Wand geworfen. Keine Monster, keine Grabräuber. Nur etwas Unordnung. Vielleicht ist das doch nicht der Ort. Seltsam. Oh, jetzt muss ich woanders hin. Oh Gott. Ich dachte, da drin wäre das. Wir hätten jetzt einen geilen Kampf oder so. Wieder der Krach kommt eindeutig aus diesem Grab. Unmöglich. Hallo? Da stimmt was nicht. Ich sollte mich verstecken und abwarten. Okay. Du willst den ganzen Tag nur rumliegen und mit diesen Karten rumspielen. Wie ein Zwerg. Ekelhaft. Oh ja, viel besser als an Majorans Tempeltür zu stehen und von früh bis spät zu beten. Das ist der Dank. Ich habe für dich gebetet, dass du das Joch der Spielsucht loswirst. Na, hat ja prima geklappt. Offenbar sind die Götter dein Genörgel auch leid. Hey, was machst du denn hier? Das ist ein Privatgespräch. Könnt ihr etwas leiser sein? Worüber streitet ihr? Worüber streitet ihr denn eigentlich? Sheba, das geht dich nichts an! Ich könnte euch vielleicht helfen. Ich kenne deinen Namen nicht, aber du musst mir helfen. Ich weigere mich, die Ewigkeit an der Seite dieses Heiden zu verbringen. Entferne ihn sofort aus meiner Krypta! Immer langsam. Wo liegt das Problem? Das ist meine Krypta. Und diese fromme Schreckschraube hört auch im Tode nicht auf zu zetern. Eine Ewigkeit voller Genörgel. Welch Elend. Ich war eine verblendete Idiotin, ihn zu ehelichen. Er ist ein Sklave des Kartenspiels, der sein eigenes Kind bei einer Runde Gwint verwetten würde. Das war nur einmal, verflucht. Es war ein Scherz. Wie oft soll ich das noch sagen? Und wer hat unser Vermögen in eine blöde Majoran-Statue versenkt? Ein frommes Werk wollte ich tun. Der unsterbliche Prophet hätte dieses Land von Blasphemie und Spielsucht erlöst. Wie hätte ich wissen sollen, dass es ein Betrug war? Ja, hätte dich nur jemand gewarnt. Rund 500 Mal. Ruhe! Mund halten! Alle beide! Einer von euch muss hier verschwinden. Wem gehört die Krypta rechtmäßig? Wessen rechtmäßiges Eigentum ist denn die Krypta? Das fragst du? Sie gehört meiner Familie, den de Corentins. Hast du denn gar keine Bildung? Mag sein, aber es war meine Mitgift, mit der sie von deinen Gläubigern zurückgekauft wurde. Hör zu, wenn hier jemals Frieden einkehren soll, muss einer von euch gehen.
Einen muss ich rauswerfen. Ja, nimm ihn. Tu es und ich... Ich sage dir, wo ich seine besten Gwindkarten versteckt habe. Was? Wusste ich es doch, dass du das warst. Und jetzt wirfst du mich aus meiner Krypta und bezahlst noch mit meinen Karten dafür? Verdammt nochmal! Hätte ich diese Karten beim Turnier in Belhaven gehabt, dann wäre ich noch am Leben! Es ist deine Schuld, du räudige Ratte, dass sie mich erstochen haben! Sie haben dich wegen deiner Schulden erstochen! Damit hatte ich nichts zu tun! Komm schon! Du wirst doch nicht auf diese Betschwester hören! Ich weiß genau, wo sie die Karten versteckt hat. Ich sag es dir selbst, sobald du sie rausgeworfen hast. Ich muss darüber nachdenken. Ich will niemandem von beiden helfen. Also gut, einer von beiden muss weichen. Also sprach der Prophet Majoran, du sollst nicht um Geld spielen. Ich bring die Urne von Louis oder die von Margot aus der Krypta. Ja, ich nehme jetzt trotzdem die von der Frau. Also ich sehe eigentlich, also für mich ist es jetzt hier fast egal. Das scheint mir keinen großen Unterschied zu machen, wen ich von beiden nehme. Sie sind alle beide nicht sympathisch, aber es scheint seine Krypta zu sein, rechtmäßig. Deswegen nehme ich sie raus. Nein, halt! Oh, wenn es schon sein muss, dann bring mich doch bitte an einen erfreulichen Ort. Ist mir einerlei. Wohin willst du? Zum Grab meiner Mutter, auf dem alten Friedhof vor der Stadtmauer. Ein reizender Fleck nahe am Seeufer, mit ganz außergewöhnlicher Flora. Hm, außergewöhnliche Flora. Wo genau ist das Grab? Unter den Armen einer Kastanie. Auf dem Grabstein steht ihr Name, Micheline Belle-Rose. Dass ich nicht auf Mama gehört habe, als sie mich vor diesem Lump gewarnt hat. Na also. Ah, endlich Ruhe. Wollte der Typ nicht eigentlich sagen, wo die Karten sind? Hallo? Okay, das ist da. Naja, das machen wir beim nächsten Mal. In diesem Sinne... liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.